begrüße alle zu diesem Öle-Marathon. Immer ein super Ereignis, auf das man sich freuen kann. Sehr, natürlich sehr schön zusammen mit dem Young Living Tag immer. Und immer Hochqualitätssprecher. Ich habe es heute schon sehr genossen. Und jetzt möchte ich ganz schnell eines der Produkte, und zwar ein Teil einer Promo, euch beschreiben. Weil ihr wisst, wir haben heute für den Young Living Tag einige Aktionen. Und eine dieser Aktionen, und ich mache hier das Bild etwas kleiner, dass ich das alles so sehe, gut. Einer dieser Aktionen ist, man kann 15% sparen auf das limitierte Young Living Day Bundle, Neues Jahr Ich, und da hat es Brain Power drin, da hat es Inner Child drin und da hat es Awaken drin. Und ihr müsst verstehen, dass natürlich viele Firmen haben einzelne Öle, wie auch immer die produzieren. Wir kommen dann in dem kleinen Vortrag, den ich mache, anschließend etwas darauf zurück. Aber etwas sehr, sehr Spezielles war das Fachverständnis, die Intuition, einfach das Wissen, das Gary hatte, um diese Mischungen herzustellen. Das hatten die anderen Firmen nicht. Die anderen Firmen, die Mischungen haben, wenn ihr euch das genau anschaut, sind das eigentlich immer Kopien von was Gary hergestellt hat. Und was die dann machen, die wechseln dann einfach eines der 3, 4, 5, 6 Öle aus und nennen das dann etwas ähnlich. Aber das ist wirklich ein wertvolles Geschenk, das Gary uns mitgegeben hat fürs Leben, dass er diese fantastische Mischungen hergestellt hat. Nun, mit Brain Power, das ist eine dieser 3 Öle, die ihr hier als Bündel einkaufen könnt heute zum Young Living Tag, habe ich meine eigene Geschichte. Und es war eigentlich etwas eine frustrierende Geschichte für mich. Es war eine besonders lustige Geschichte für Gary. Nun, was meine ich damit? Einige von euch wissen, dass ich vor einigen Jahren mal irgendwo in einem tropischen Gebiet war und dort ging es mir nicht sehr gut. Und ich habe dann wirklich massiv gelitten im Sinne, dass ich große Hirnprobleme hatte nach diesem Ereignis, das da passiert ist in diesem tropischen Gebiet. Und ich bin dann natürlich ins Spital und habe alle Sachen gemacht, die gemacht werden müssen mit der Medizin. Aber als dann die Medizin ausgeschossen war, habe ich mich dann etwas um Alternativen umgeschaut, und zwar gesunde Sachen, die man machen kann, um die eigene Wellness zu unterstützen, die eigene Fitness, auch die Schönheit, innen und außen. Und da habe ich mich dann ganz, ganz besonders damit beschäftigt, welche Sachen, und das ging ums Essen, Nahrungsergänzung, körperliche Übungen, alle diese Sachen, aber auch ätherische Öle, die unterstützen wären für meine Wellness, für meine gesunden Organe, für meine Fitness. Und habe mir dann eine spezielle Mischung zusammengestellt selber, die ich aufhand der Forschung, der medizinischen Forschung zusammengestellt habe. Also ich bin schauen gegangen in der Literatur, was würde meinem Hirnfitness, was würde meiner Hirnwellness, meinem gesunden Hirn beitragen von den gesunden Sachen, die ich finden kann in der Natur oder im Laden oder wo auch immer. Und dann habe ich so eine Mischung zusammengestellt mit ätherischen Ölen für die Fitness und für die Wellness. Und bin dann ganz stolz zu Gary gegangen und habe gesagt, Gary, ich habe eine neue Mischung für dich. Und der Gary hat mich schon lächelnd angeschaut, er hat gesagt, okay, weil er wurde ja immer wieder mal, sind Leute zu ihm gekommen und haben gesagt, ich habe eine neue Mischung, und dann meistens muss er etwas lächeln. Ab und zu sind ein paar gute Sachen rausgekommen. Und dann hat er mir gesagt, setzen wir uns hin, Olli, und erklärst du mir mal, was ich hier neu mischen musste. Und dann habe ich ihm das alles erklärt. In einer Stunde haben wir einen riesen Vortrag gehalten und gesagt, weißt du, wir sollten alle diese Öle zusammenmischen, weil ich das und das gefunden habe für die Wellness und für das Fitness von meinem Hirn. Und dann hat er mir angeschaut und hat mir gesagt, weißt du, Olli, ich hatte keine Ahnung von dieser Forschung. Und ich freue mich besonders, dass du so viel Zeit, wirklich wochenlang, diesem Thema nachgegangen bist. Aber was du nicht weißt, ich habe schon vor ungefähr 15 Jahren habe ich eine Mischung hergestellt, die genau das drin hat, die du mir jetzt erzählt hast. Und das ist mein Erlebnis und meine Frustration mit Brain Power. Er hat mir gesagt, geh doch mal nachschauen, was im Brain Power so drin ist. Und im Brain Power haben wir diese
Öle, die hoch an, was wir Sesquiterpenen sind. Das sind spezielle Substanzen, die wir in den Pflanzen finden, die sehr gut in fettlösliche Gewebe vielleicht gehen. Und wir haben hier heiliges Sandelholz drin, wir haben Zedernholz, wir haben Weihrauch oder heiligen Weihrauch, aber auch Melissa, die Zitronenbalme, blaue Zypresse, auch das Lavendelöl, das Strohblumenöl. Ich hatte dann noch ein, zwei Öle, wie zum Beispiel das Pfefferminzöl und das Zitronenöl dazu. Aber im Großen und Ganzen ging es vor allem um die drei wichtigen für mich. Das sind das heilige Sandelholz oder das Sandelholz, das Zedernholz oder das heilige Weihrauch oder das Weihrauch. Und wenn ihr euch Brain Power anschaut, ist ein phänomenales Öl. Das heißt, wenn ihr nicht selber hinsitzen möchtet und euch alles mischen möchtet und alle diese Öle kaufen müsst vorher, dann geht doch direkt für das Brain Power. Und jetzt haben wir eine super Aktion mit diesem Brain Power. Und ich denke, das wäre doch so interessant auch für euch, das mal zu erfahren, so wie ich das erfahren durfte. Und tatsächlich hat es meiner Fitness und meiner Wellness von meinem Hirn anscheinend sehr gut getan. Und ich fühle mich heute sehr glücklich und ich brauche eigentlich sehr viel Brain Power oder mische mir immer noch dasselbe zusammen, weil ich sehr gerne im Labor, in meinem Küchenlabor, wo mich meine Frau reinlässt, ab und zu in die Küche, tue ich gerne Sachen mischen. Und, aber Brain Power ist so eine fantastische Sache. Und jetzt, wo ich etwas Geschichte davon hat, für mich etwas frustrierend, für Gary eine lustige Geschichte, habt ihr vielleicht etwas mehr Beziehung zu diesem Brain Power ätherischen Öl, das jetzt ein Teil dieser absolut phänomenalen Mischung ist. So, mit dem habe ich einen kleinen Teil der Produkte euch erklärt und mit dem möchte ich eigentlich übergehen zu diesem tollen Öle-Marathon und euch auch etwas erzählen. Für diejenigen, die mich noch nicht gut kennen, ich bin ursprünglich Arzt aus der Schweiz, bin dann nach Texas ausgewandert für ein Jahr. Das war vor 27 Jahren und bin offensichtlich in Texas stecken geblieben, habe meine Karriere hier relativ schnell durchgemacht, habe mir Titel gesammelt und alles Mögliche. Aber ich bin ein Arzt für integrative, holistische Medizin, habe auch Titel in metabolischer Ernährungsmedizin, in integrativer Onkologie, war ein Professor an der Universität von Texas für viele, viele Jahre. Bin auch jetzt ein bekannter Bestseller-Autor von zwei Büchern und normalerweise gehe ich in der Welt herum und sprich für Young Living, aber auch für gesunden Lebensstil. Und für die mich kennen bei Young Living, bin ich ein Kronendiamant. Und was ich heute machen möchte, ich möchte mit euch heute einfach das Basiswissen, das Grundwissen der Öle etwas besprechen. So, das Erste, was wir hier uns fragen müssen, was sind denn überhaupt ätherische Öle? Und die ganz einfache Antwort dazu ist, ein ätherisches Öl ist ein hochkonzentrierter Pflanzensaft. Das ist mal eine ganz einfache Antwort. Aber natürlich wollen wir, dass dieser hochkonzentrierte Pflanzensaft natürlich ist, aromatische Flüssigkeiten drin hat, aromatisch, weil die riechen und in die Luft gehen. Wir wollen, dass das von der Pflanze kommt und nicht aus dem Labor, synthetisch. Wir wollen, dass diese Aromas verdampfen können, dass wir die auch riechen können. Und wenn diese aromatischen Sachen verdampfen können, dann gehen die praktisch in die Luft, in den Äther rein und wir nennen das ätherisch. Das ist einer der Gründe, warum ätherische Öle heißen, auf Deutsch zumindest. Wenn wir uns das auf Englisch anschauen, dann haben wir den Namen Essential Oil. Und was beschreibt dann Essential? Essential ist die Essenz der Pflanze, also wiederum das Aromatische, der Geruch, vielleicht sogar der Geschmack einer Pflanze. Das ist die Essenz. Wir können aber auch viel weiter in die Geschichte zurückgehen, in das alte Griechenland, wo Aristoteles war. Und Aristoteles war eigentlich der Erste, der in der Physik eigentlich die Masse anerkannt hat und gesagt, wir haben vier Elemente, die eine Masse haben. So hat er das damals definiert. Und er hat gesagt, wir haben Feuer, Luft, Erde und Wasser. Und dann hat er sich lange überlegt und hat gesagt, aber da fehlt doch was. Da fehlt was, etwas, das wahrscheinlich keine Masse hat. Und das ist das fünfte Element. Und er hat das auf Deutsch übersetzt, heißt das Äther tatsächlich. Oder auf Englisch heißt das, oder auch auf Deutsch, die Quintessenz. Und hier haben wir wieder das Wort Essenz oder Essential.
Und was heißt das? Er hat gesagt, Äther oder Quintessenz ist der Geist der Lebenskraft, das Spirituelle, das Emotionale, die Seele der Pflanze. Alles das hat er in diesem fünften Element beschrieben. Also haben wir eigentlich ein Fünf-Elemente-System, wo wir alle diese Feuer, Luft, Erde, Wasser und eben diese Quintessenz oder diesen Äther haben. Und viele Aromatherapie-Schulen gehen auch davon aus, dass diese Quintessenz auch der Ursprung des Essential Oils ist. Und tatsächlich hatten wir einen Arzt in der Schweiz im 16. Jahrhundert, den Paracelsus, der hat sich sehr um diese Quintessenz, um diesen Äther auch gekümmert. Also jetzt habt ihr etwas eine Idee, was ätherische Öle sind und wie der Name zusammengekommen ist. Nun, die nächste Frage ist, warum produzieren Pflanzen denn ätherische Öle? Was ist der Sinn davon? Und ihr müsst euch überlegen, die ätherischen Öle, also die Gerüche, die Geschmäcker, die Pflanze vielleicht verlassen können oder aber auch in der Pflanze drin bleiben, ist eigentlich eine Methode oder die Hauptmethode, wie die Pflanzen mit der Umwelt kommunizieren. Nämlich mit anderen Pflanzen, wir nennen das Allelopathie. Und meistens hat es hemmende Wirkungen einer Pflanze auf die Entwicklung einer anderen Pflanze. Warum ist das so? Weil die Pflanzen natürlich konkurrenzieren über die Nährstoffe, über das Wasser. Und wenn die Pflanzen zu nahe aufeinander sind, wo nicht genügend dieser Nährstoffe und Wasser da sind, wie zum Beispiel in der Wüste, dann müssen die Pflanzen weit auseinander wachsen. Und die kommunizieren miteinander über die Geruchswelt. Und die Gerüche können in der Luft sein, können aber auch im Boden durch die Wurzel ausgestoßen werden. Handumkehrt haben wir auch Pflanzen, die gerne zusammen wachsen, weil eine Pflanze verhindert, dass Parasiten auf die andere Pflanzen gehen. Dann werden diese Stoffe gebraucht, um die anderen Pflanzen, diese bestimmten Pflanzen, die für diesen Geruch oder diese Kommunikation suchen, anzuziehen. Nun, dasselbe geht mit den Insekten. Wir haben zum Beispiel die Bienchen, die müssen die anderen Pflanzen bestäuben, die gehen den Nektar aussaugen. Wenn sie das machen, packen sie etwas Pollen mit ein, den sie berühren, und dann bringen sie diesen Pollen zur nächsten Blume oder zur nächsten Pflanze. Also hier muss die Pflanze über die Gerüche diese Insekten anziehen und auch über die Farben. Im Gegensatz muss man auch gewisse Insekten abstoßen. Dann gibt es vielleicht Gerüche und Geschmäcker, die nicht so gut sind. Und dasselbe auch für Tiere, weil die Pflanzen wollen ja nicht immer, dass sie von gewissen Tieren aufgegessen werden. Und da haben sie vielleicht bittere Stoffe entwickelt, dass sie nicht immer gegessen werden. Und wenn man das ganz genau ansieht, dann weiß man auch, dass die Pflanzen sich über die Jahrtausende gegen Bakterien, Pilzen, Viren wirklich erhalten mussten und nicht zerstören lassen mussten. Das heißt, es macht ganz viel Sinn, wenn diese Pflanzen Sachen produziert haben, die einen Schutz gegen Bakterien, Pilzen und Viren darstellten. Und wenn wir heute dann diese ätherischen Öle aus diesen Pflanzen extrahieren, ist der gesunde Menschenverstand, sagt es uns, dass auch solche Komponenten dann eben mitkommen, wenn wir diese Sachen herstellen. Und mehr darf ich darüber nicht sagen, aber ich möchte euch nur erklären, warum, wenn ihr in der medizinischen Wissenschaft nachlesen geht, warum ihr diese Resultate ab und zu findet, ist gar kein großes Geheimnis, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Nun, die nächste Frage ist, wo in der Pflanze werden tatsächlich diese ätherischen Öle produziert? Und wir sehen hier zwei verschiedene Pflanzenarten. Hier haben wir ein Gehölz, ein Baum oder ein Ast. Hier haben wir ein Blatt, natürlich alles in einem Supermikroskop dargestellt. Und ihr seht zum Beispiel hier auf der linken Seite, fahre ich mit der Maus herum, seht ihr eine Drüse, wo diese Harze, diese Stoffe, die ätherischen Öle gebildet werden. Und dann seht ihr hier entweder eine Drüse, die quer eingeschnitten wurde, aber eher wahrscheinlich eines dieser Kanalsysteme, die in diesen Pflanzen drin sind, wo diese Öle dann rauf und runter, links und rechts gehen können, je nachdem, wo sie gebraucht werden. Das erklärt uns zum Beispiel auch, dass viele Bäume besonders viele Harze und ätherische Öle in den Wurzeln, im unteren Teil des Baumes haben im Sommer. Und im Winter, wenn es richtig kalt wird, diese Öle dann rausgehen in die Äste und Nadeln, um sie vom Erfrieren zu erschützen, zum Beispiel.
Also das kann, und wir machen jetzt diese Studien im Young Living Research Institute, wo wir verschiedene Pflanzen nehmen zu verschiedenen Saisons und Jahreszeiten und uns schauen, welche Komponenten kommen wo in der Pflanze vor und wie wandern sie. Und wir stellen fest, dass gewisse Öle, die wir nur im Winter geerntet haben, um dort die optimale Öl herzustellen, dass man ein vielleicht anderes Öl herstellen könnte, wenn man das im Sommer auch nehmen würde. Aber das sind ganz spezielle Sachen, die im Moment noch in der Forschung sind. Auf der rechten Seite hier seht ihr ein vergrößertes Bild eines Blattes. Zum Beispiel sagen wir Pfefferminzblatt. Und ihr seht, hier haben wir so 3 oder 4 so kleine Spitze. Das sind sogenannte Trichome. Und Trichome sind die Stellen, wo diese Öle hergestellt werden. Und dann seht ihr hier diese weißen Säcke. Das sind Lagersäcke, wo das aufbewahrt wird. Und das sehen wir bei ganz verschiedenen Pflanzen. Also einige Pflanzen haben diese Drüsenkanäle, andere Pflanzen haben diese Trichome und diese Lagersäcke. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Blatt nimmt von Pfefferminze oder Zitronenbalme, was auch immer, und das in der Hand zerreibt, eine Position, die ich euch noch zeigen werde, oder eine Bewegung, dann macht ihr diese Säcke kaputt und diese Trichome, ihr öffnet die und dann kommen natürlich alle diese Gerüche raus. Und so könnt ihr dann wirklich das Aroma der Pflanze riechen. Und hier haben wir noch mehr Bilder. Hier sehen wir wieder alle diese ganz kleinen, die fast wie Spermien aussehen. Das sind diese Trichome und dann sehen wir diese größeren Lagersäcke. Hier sehen wir das angeschnitten von der Seite, diese Trichome hier, die wie kleine Pilze aussehen. Und hier auf der rechten Seite dasselbe, das ist heutzutage eine ganz berühmte Pflanze, das ist nämlich Cannabis, das entweder zu Marihuana gewachsen werden kann oder zu Hanf, wo wir dann CBD gewinnen. Und wir sehen hier diese ganz kleinen Trichome und ihr könnt dann in meinem CBD-Online-Kurs, der wahrscheinlich nächste Woche online gehen wird, könnt ihr darüber Videos anschauen, Dokumentarfilme, was es bedeutet, wenn die durchsichtig sind, was es bedeutet, wenn die so milchig weiß sind und was es bedeutet, wenn die so Bernsteinfarbe haben, was es bedeutet, wenn diese Federn weiß sind oder wenn diese Federn orange sind. So, wie bekommen wir dann diese Öle aus den Pflanzen raus? Die meisten, werde ich euch zeigen, werden über Dampfdestillation gewonnen. Einige werden kalt gepresst, einige Pflanzen, da wird der Harz gewonnen, dann filtriert und destilliert. Und ganz wenige Öle werden über Lösungsmittel, in der Regel Alkohol, extrahiert. Dann fangen wir mal an mit der Dampfdestillation, wo sicher ungefähr 90% der ätherischen Öle werden über Dampfextraktion gemacht. Bei der Dampfextraktion spielt es eine Rolle, wie heiß wird der Dampf gemacht, mit welchem Druck wird er durch das Pflanzenmaterial durchgedrückt und mit welcher Luftfeuchtigkeit. Und hier sehen wir eine Anlage im oberen Teil des Bildes, ist eine große Anlage. Hier im unteren Teil des Bildes ist eine kleine Laboranlage oder Küchenanlage. Jetzt schauen wir uns die große an. Da brauchen wir Wasser, um Dampf herzustellen. Das Wasser muss natürlich enthärtet werden, das Calcium rausgenommen werden. Dann kommt es in eine Vorhitzekammer, dann kommt es in einen großen Boiler, wo das Wasser zu Dampf gemacht wird. Der Dampf wird dann über ein Rohr unten in einen Kochtopf, riesen Kochtopf, eingeführt. In diesem Kochtopf ist das zusammengestampfte oder zusammengedrückte Pflanzenmaterial drin. Der Dampf geht dann durch das Pflanzenmaterial durch und bricht dann mit der Hitze, mit dem Druck und der Luftfeuchtigkeit bricht es diese Trichome und Lagersäcke auf, schnappt sich dann das Öl, das da drin ist, mit rein und dann geht das rauf, weil die Hitze steigt und sammelt sich oben am Kochtopf an. Darum ist der Kochtopf entweder wie ein Zylinder oder so wie ein runder Deckel. Und dann zu oberst ist ein Auslass, wo sich das Gas, also dieses Dampf mit dem Öl zusammen sammelt und dann geht es in eine Kühlschlaufe rein, wo es sich abkühlt. Wir nennen das einen Kondensator. Und in diesem Kondensator sehen wir meistens eine Gegenröhre, eine größere, in der die kleine Röhre durchgeht. Und in dieser größeren Röhre ist kaltes Wasser drin. Und dann kühlt sich das aus und ihr kennt euch das zum Beispiel, wenn ihr irgendwo seid, es ist ganz heiß draußen, dann geht ihr in einen Air-Conditioned Room, in einen kalten Raum, dann kondensiert sich das Wasser und fängt an von der Decke zu tropfen oder eure Brille beschlägt sich, das ist so, dass die Kondensation
Und dann kann man das auffangen in einem Auffanggerät oder Behälter, und dort trennt sich dann tatsächlich das Öl vom Wasser, weil der Dampf ist jetzt wieder Wasser geworden und da können wir das trennen. Und so sieht das tatsächlich aus. Das ist in St. Mary's, Idaho. Ihr seht hier diese Riesentöpfe, das sind die Kochtöpfe. Der Boiler ist in einem anderen Raum. Und ihr seht hier die Rohre, die da kommen und den Dampf durch diese Riesentöpfe. Und ihr seht hier vier Töpfe hintereinander. Und dann geht das oben, wird es gesammelt. Und hier seht ihr diese Kondensationsschlaufen, wo das kalte Wasser drin ist. Und dann kommt das hier rein in ein Sammelgefäß. Und wenn wir uns das Sammelgefäß anschauen, dann sehen wir hier drinnen sich Wasser und Öl. Und weil Öl leichter ist als Wasser, sammelt sich das Öl oben und das Wasser ist unten. Und so werden über das Dampfdestillation das getrennt. Das ist hier ein Bild aus Fort Nelson, unserer kanadischen Farm, wo die Schwarzfichte vor allem Öl hergestellt wird, aber viel alles, auch andere. Das sind Chips einer Schwarzfichte. Das wird in diese Kocher reingestampft. Dann werden die Kocher zugemacht. Hier ist ein zylindrischer Deckel und dann wieder diese Schlaufe, wo Kondensation gemacht wird. Und unten im unteren Raum wird das zusammengesammelt. Und das war ein super, super, super Geschenk, das mir Gary gemacht hat. Der hat mir so eine Gallone, das sind fast 3 Liter von Schwarzfichtenöl geschenkt, als ein besonderes Geschenk, weil wir einige besondere Erlebnisse zusammen hatten und er sich bedanken wollte. Und ich habe jetzt gerade auch Schwarzfichtenöl laufen in meinem Büro, während ich mit euch spreche. Hier ist eine Dampfdestillation in einem anderen Teil der Welt. Das ist in Ecuador auf der Young Living Farm. Und diese Pflanze, das ist Ylang Ylang. Ihr seht Ylang Ylang Blüten. Ich habe hier fast eine Stunde gesammelt von Hand um nur 4 Kilo Blüten. Und diese 4 Kilo Blüten, die werden vielleicht eine Drittelflasche oder noch weniger herstellen für euch. Und deshalb ist Ylang Ylang auch nicht so billig. Und deshalb kann man Ylang Ylang auch nicht immer in so vieler Menge kaufen, wie man möchte. Ab und zu ist es begrenzt. Ihr seht, diese Kocher sind viel kleiner. Hier werden diese Blüten sind so delikat, dass sie nicht gestampft werden. Zurzeit hat Ecuador ungefähr 20 Kocher für Ylang Ylang. Aber da wir viele neue Ylang Ylang Felder gepflanzt haben in den letzten 2-3 Jahren, ich habe selber ungefähr 150 neue Ylang Ylang Bäume in die Erde getan, müssen wir jetzt neue Kochtöpfe bauen. Und so sieht es dann drin und das wird dann destilliert. Und dann kriegt ihr das fantastische Ylang Ylang Öl. Nun, eine andere Art und Weise, wie man Öle herstellt, ist die sogenannte Kaltpressung. Und hier geht es um Zitrusfrüchte. Man kann Zitrusfrüchte auch anders destillieren oder anders extrahieren, aber das ist die beste und kostengünstigste Methode. Die meisten Pressmaschinen schauen natürlich für die Frucht. Da gibt es Maschinen, die automatisch die Schale wegnehmen, dass man den Fruchtsaft machen kann, Orangensaft, Grapefruitsaft und so weiter. Aber bei den Zitrusfrüchten, wir schauen für die Schalen, weil in der Schale ist das ätherische Öl. Und diejenigen von euch, die gerne backen, Kuchen backen oder Weihnachtsgebäck backen, ihr raffelt doch immer wieder mal etwas Zitronenschale oder Orangenschale in das Gebäck, damit es so richtig den Geschmack bekommt von Orange oder Zitrone. Warum? Ja, ihr raffelt natürlich das ätherische Öl rein, weil dort ist das ätherische Öl drinnen in der Schale. Und das Problem ist natürlich, viele dieser Früchte um die Welt herum werden besprüht mit Chemikalien, damit möglichst viel Saft hergestellt werden kann. Und für uns ist die Schwierigkeit natürlich, dass wir Schalen finden, die eben nie bespritzt wurden. Weder der Baum noch die Schale. Aber wir haben genug, wir kriegen das hin. Und da wird das kalt gepresst und dann bekommt ihr eures Öl. Ich habe hier nur noch vielleicht 2 Sachen, die ich sagen möchte. Erstens über Grapefruit, die Pampelmuse. Viele von euch oder einige von euch haben Medikamente und der Arzt hat gesagt, ihr dürft keinen Pampelmuse essen oder keinen Grapefruitsaft trinken mit den Medikamenten, weil es Enzyme hat, die das Medikament verändern kann in den Blutwerten. Das spielt aber beim Öl keine Rolle. Weil das Öl ist in der Schale, diese Enzyme, die mit den Medikamenten interferieren, sind in der Frucht. Ihr dürft also somit, wenn ihr Medikamente nehmt, wo ihr kein Grapefruit essen solltet, dürft ihr das Öl brauchen. Das Zweite, was ich gerne sagen möchte mit Zitrusfrüchten im Allgemeinen, für die Leute, die ganz neu dabei sind,
bitte keine Zitrusfruchtöle, Orange, Zitrone, Limette, Mandarine, Yuzu, was auch immer wir haben, Grapefruit, bitte keine dieser Öle auf die Haut tun und dann in den nächsten 24, 48 Stunden in die Sonne. Weil diese Zitrusfrüchte haben Substanzen drin, die ganz sensitiv sind für UV-Licht und können schwere Verbrennungen, Blasen und auch schwarze Verfärbungen der Haut machen. Also ihr müsst, wenn ihr das auf die Haut tut, was viele Leute machen, solltet ihr wirklich 36 Stunden warten oder so, bis ihr in die Sonne geht. Also, oder wenn ihr in die Sonne geht, einfach das zudecken mit einem Hemd, mit einem Pullover, was auch immer. Gut, das waren die wichtigen Sachen für die Kaltpressung der Zitrusfrüchte. Nun, eine weitere Art und Weise ist, ein Harz zu gewinnen von diesen fantastischen Bäumen. Weiß jemand, was das für Bäume sind? Die sind ganz tief im Dschungel von Brasilien. Es gibt 80 verschiedene Arten dieser Bäume und die wachsen an verschiedenen Orten der Welt, aber vor allem in Brasilien. Und in diesem Fall musste man 4 Tage lang auf diesen kleinen Flüssen in Brasilien rauf in den Dschungel, bis man an diese riesen Bäume gekommen ist. Und was man da macht, das sind Copaiba-Bäume. Und diese Copaiba-Bäume, die bohrt man an und dann fängt an, ein Harz auszulaufen. Der ist relativ flüssig, sehr flüssig, aber flüssig. Und dann tut man so wie einen Löffel rein in das Loch und dann den Behälter unter diesen Löffel oder diese Schiene. Und so kann man dann das Copaiba-Öl aufsammeln. Dann wird es filtriert, noch etwas fein destilliert und so bekommt ihr eures Copaiba-Öl. Ähnlich gewonnen wird dieses Öl von diesem Baum, das ist Weihrauch und heiliger Weihrauch. Es gibt verschiedene Weihraucharten. Und ihr seht hier einen heiligen Weihrauchbaum aus Jemen, zur Zeit, wo Gary noch nach Jemen reisen konnte. Und ihr seht hier, das ist mein Freund Mark, der schneidet mit dem Messer hier etwas von der Birke weg. Und wenn man das macht, dann kommt nachher kommen diese kleinen weißen Säfte raus. Das ist der Harz vom Weihrauch. Der Trock fällt dann runter, trocknet sich und dann sieht es so wie diese Edelsteine aus. Die werden dann gesammelt und diese Edelsteine, die sie gesammelt haben, werden dann destilliert und so bekommen wir unseren Weihrauch. Und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man die Bäume richtig schneidet, nicht zu tief, nicht zu viel, weil sonst sterben diese Bäume ab. Und was ich euch zeigen kann hier ist, wie wird das destilliert? Young Living hat mehrere Destillationsanlagen für Weihrauch und auch Myrrhe rund um die Welt. Das meiste wird in Oman hergestellt, aber das ganze Weihrauch, das aus Somalien kommt, wird nach Spanien in eine Farm, die mit Young Living arbeitet. Dort kommt unsere Zistrose her. Dort die destillieren Zistrose, Weihrauch und Myrrhe. Und dort kommen die Säcke mit diesem Weihrauch von Somalien, das ist der Kateri-Weihrauch, der kommt da rein, der ist auch der Weihrauch, der in Brainpower drin ist. Und dann wird das so eine Masse, eine Molasse und die wirbelt dann so herum und pulsiert dann auch. Das ist ganz interessant zu sehen, oh mein, der Geruch ist so gut, wenn man das riecht. Und hinten, hinter der Wand, wird dann wieder das zusammengesammelt hier, das Wasser und das Öl separiert. Okay, so kommt der Weihrauch zusammen und auch die Myrrhe. Also ihr habt jetzt die Destillation, ihr habt jetzt die Kaltpressung, ihr habt das Anbohren oder das Anschneiden von Bäumen mit der Sammlung des Harzes und Destillation des Harzes. Und jetzt haben wir noch die letzte Methode, die im großen Stil angewendet wird. Und das ist eine Methode, die wir brauchen, wenn die Pflanzen oder die Blüten so delikat sind, dass sie kaputt gehen würden in der Hitze der Destillation oder mit dem Druck oder sogar mit der Feuchtigkeit. Und wir sprechen hier von 3 Ölen im Moment bei Young Living. Wir sprechen hier von 2 Ölen, die ihr habt in Europa, nämlich das Orangenblüten- oder Neroliöl und das Jasminöl. Und jetzt neu hier in Amerika, bald irgendwann mal auch in Europa, das Vanilleöl. Die Vanillenschoten sind auch so delikat, dass man die mit dieser Methode gewinnt. Ihr seht hier so eine Anlage. Und wird das gemacht? Man braucht Lösemittel. Wir bei Young Living brauchen natürliche Lösemittel wie Alkohol. Andere Firmen brauchen Chemikalien. Und was wir machen hier, wir ziehen diese ätherischen Öle aus diesen Blüten raus,
mit diesem Alkohol. Dann kriegen wir ein Zwischenprodukt, das heißt Konkret oder Zement eigentlich, weil es etwas dicker ist. Und dann in einem zweiten Schritt brauchen wir bei Yuengling wieder ein natürliches Mittel, nämlich Kokosnussöl, das praktisch das Alkohol 100% bindet, weil die Bindung zwischen Kokosnussöl und diesem Alkohol so absolut stark ist, dass es praktisch das alles rausnimmt. Und das Endprodukt ist dann das sogenannte Absolut, das dann eben auch ätherisches Öl genannt wird. So, jetzt versteht ihr die vier Arten, die Hauptarten, wie man ätherische Öle extrahiert. Nun, wo in der Pflanze sind diese Öle? Ich habe euch schon angedeutet, dass diese Öle natürlich hin und her schwimmen in der Pflanze, je nachdem, oder hin und her gehen durch Kanäle, je nach Jahreszeit, je nach Bedarf. Wir haben die Öle in den Blüten, in den Blättern, in den Früchten, in den Samen, in den Stängeln, im Baum, in Ästen, Nadeln oder in Wurzeln. Aber ihr müsst auch wissen, nicht jede Pflanze ist eine sogenannte aromatische Pflanze und somit tut nicht jede Pflanze ein ätherisches Öl produzieren, aber viele tun es. Was sind denn so die Qualitätsunterschiede von Ölen? Wir haben Grad A, das sind reine natürlich organische Pflanzen, von natürlichen organischen Pflanzen gewonnene, destillierte, in der Regel ätherische Öle. Also keine Chemikalien drin, alles natürlich gemacht, auch mit dem richtigen Druck, richtigen Temperatur und richtigen Luftfeuchtigkeit. Grad B sind eigentlich Genussstoffe für Nahrungsmittel. Und ich muss immer etwas lächeln, weil viele Leute auf der Welt, vor allem Aromatherapeuten, die es so lernen, sagen, wir dürfen ätherische Öle nie einnehmen, weil das bringt Leute um. Und was die nicht realisieren, das ist eigentlich, dass sie jeden Tag Selbstmord begehen, weil sie selber predigen, man sollte ätherische Öle nie einnehmen, aber sie genießen jeden Tag ätherische Öle in der Funktion von Genussstoffen in Getränken und in Nahrungsmitteln. Das sind alles ätherische Öle. Leider nicht natürliche, sondern synthetische, also viel schlimmer. Natürlich kann man ätherische Öle einnehmen. Wir machen das schon seit 100 Jahren oder viel, viel länger. In der Industrie wird das jetzt ganz intensiv gebraucht, seit Minimum 50 Jahren in allen Getränken und Esswaren. Und das letzte Mal, als ich rausgeschaut habe, sind die meisten Menschen noch rumgelaufen. Auch in Frankreich zum Beispiel. Frankreich hat eine andere Methode, Öle zu brauchen. In Frankreich ist es sehr üblich, dass man gewisse ätherische Öle intern einnimmt. Und wenn man in die Apotheke geht und sagt, ich habe etwas an Schnupfen, dann fragen die, möchten Sie ein medizinisches Medikament oder möchten Sie etwas Natürliches? Und dann sagt man, ja, ich möchte etwas Natürliches. Dann sagen sie, ja, wir haben etwas, um Ihre Gesundheit zu unterstützen. Möchten Sie das schon in der Pille oder möchten Sie das selber zusammenstellen? Und die geben uns ätherische Öle so. Also das letzte Mal, als ich in Frankreich war, sind alle noch rumgelaufen und waren nicht tot auf der Straße. Also nur zu diesem Thema. Aber Grad B wird natürlich täglich gebraucht, massiv, und ist vor allem synthetisch. Grad C ist, was in der Parfümindustrie gebraucht wird, ist fast immer synthetisch. Warum? Weil die Parfümfirmen wollen ja nicht, dass das Parfüm immer wieder anders riecht, je nach Charge. Die wollen, dass sie eine total immer denselben Geruch haben. Und das kann man eigentlich nur erreichen mit synthetischen Stoffen. Und ab und zu wird noch etwas natürlich dazu gemischt. Der Grad D ist dann das florale Wasser. Das ist das Wasser, das sich bei der Dampfdestillation eben von dem Öl getrennt hat. Ich brauche sehr viel florales Wasser. Wenn ihr mal Glück habt und in Frankreich seid, auf der Farm oder irgendwo, könnt ihr mal das kaufen. Und wir haben fantastische florale Wasser bei Young Living von Sandelholz, Strohblume, Lavendel. Also gewisse Öle können wir machen. Ich selber habe hier zu Hause noch einige Liter von Schwarzfichtenwasser. So, die nächste Frage. Jetzt habe ich euch also erklärt, was sind Öle oder was sind ätherische Öle? Warum stellt die Pflanze sie her? Wie tut man das Extrahieren? Und einige andere Tipps dazu gegeben. Und jetzt ist die Frage, wie wirken diese Öle im menschlichen Körper? Und ich muss hier natürlich sehr vorsichtig sein, weil in Amerika darf ich sehr vieles sagen darüber, wegen den Gesetzen. Aber in der EU, in Europa vor allem, das ja viel zur EU gehört, sind die Gesetze tatsächlich so, dass man praktisch nichts aussagen darf über die Öle. Die Öle sind in der Regel in der EU als Kosmetika registriert. Young Living hat es aber tatsächlich geschafft, einige unserer Öle als Plusöle zu registrieren, somit als Nahrungsergänzungsmittel.
Aber auch dort in Europa ist es schwierig, gewisse Aussagen zu machen. Aber ich werde das hier ganz kurz und ganz einfach besprechen. Die ätherischen Öle können entweder direkt auf den Körper wirken oder indirekt. Was ist eine direkte Art und Weise? Hier ist ein kleines Cartoon. Das sind Cartoons, die ich in einem meiner Bücher habe, das ich euch später noch kurz zeigen werde. Und in diesem Cartoon zeige ich euch, was für Systeme haben wir tatsächlich im menschlichen Körper und auch in den Tieren drin. Und wir sehen hier zwei wichtige Bestandteile, sind Schlüssel und Schlüssellöcher. Und die Schlüssel sind sogenannte Liganden und die Schlüssellöcher sind sogenannte Rezeptoren in der wissenschaftlichen Sprache. Nun, was sind diese Schlüssel? Das sind die Pflanzenbestandteile, die wir in den ätherischen Ölen finden. Was sind die Rezeptoren oder diese Schlüssellöcher? Das sind Rezeptoren oder Schlüssellöcher, die wir überall im Körper haben. Wir haben Milliarden davon. Und jede Sekunde, jede Minute ändert sich das wieder. Einige werden hochgeschaltet, andere werden weggenommen. Das ist eine sehr dynamische Art und Weise. Dann haben wir noch andere Sachen, die erkläre ich jetzt heute nicht, aber um das geht es mir, um diese Rezeptoren. Und wie erklärt man einen Rezeptor? Hier haben wir einen Rezeptor wie ein Briefkasten. Hier ist die Zellmembran, hier ist außen, außen am Haus ist der Briefkasten und innen am Haus sind die Zimmer und hier innen an der Zelle sind verschiedene Sachen. Und hier kommt der Postmann und in diesem Falle bringt er ein CBD-Brief. Ein CBD-Bestandteil könnte aber auch Pfefferminze oder Zitrone, was auch immer sein. Wenn jetzt dieser Brief in den Briefkasten passt, nämlich wenn jetzt diese Komponente der Pflanze in den Rezeptor passt, dann geht es rein, jetzt wird der Briefkasten etwas schwerer, der drückt durch diese Membran runter und macht eine Veränderung innerhalb des Hauses oder innerhalb der Zelle. Und diese Veränderung bewirkt eine Aktion, die dann wie Dominosteine ganze Sachen bewegen in der Zelle. Und das ist eine einfache Methode, um zu erklären, wie vieles in unserem Körper passiert. Und ihr müsst euch wirklich bewusst sein, dass entweder Gott den Körper geschaffen hat, den Menschen, oder die Evolution, je nachdem, was ihr glaubt. Und wenn ihr hochreligiös seid, werdet ihr entsetzt sein, dass ich gesagt habe, Evolution. Dann kann ich euch beruhigen und sage, wer hat dann die Evolution erfunden? Das war ja wieder Gott. Und Gott kann natürlich in jeder Religion ein Gott sein. Und somit kann ich euch sagen, unser Körper wurde hergestellt vor Milliarden oder Millionen von Jahren, um mit diesen Pflanzen zu interagieren. Sonst hätten wir alle diese Rezeptoren nicht. Die wurden damals geschaffen. Die Rezeptoren wurden nicht vor 100 Jahren geschaffen, als die pharmazeutische Industrie gekommen ist und Medikamente hergestellt hat, die gegen diese Rezeptoren gehen oder sich an diese Rezeptoren binden. Also überlegt euch mal, warum haben wir überhaupt Pflanzen? Wir haben Pflanzen, weil sie schön aussehen. Wir freuen uns, weil sie gut riechen. Wir freuen uns. Wir haben Pflanzen, weil sie sehr nährreich sind. Das sind vor allem die Vegetarier und Veganer. Wir freuen uns, aber ich esse auch sehr viele Pflanzen als Nicht-Veganer und Vegetarier. Und die Hauptwirkung ist, dass wir dieses System im Körper haben schon seit Jahrtausenden, wo wir angewiesen darauf sind, dass wir mit diesen Extrakten dieser Pflanzen, dieser Pflanzensäfte und eben ätherische Öl, besonders starken Pflanzensaft, dass wir zusammenarbeiten. Da hat es eine große, große Bedeutung. Nun, diese Rezeptoren haben wir überall und das Einzige, was ich hier sagen möchte, weil wir gewisse Aussagen nicht machen dürfen in Europa, ist, mach doch mal eine Flasche auf. Das ist eigentlich ein schlechtes Bild, weil die noch zu ist und der Deckel ist noch drauf. Aber wir haben eine Flasche hier mit Stress Away. Wir öffnen das, wir riechen das und wir wissen, das geht an Riechrezeptoren. Und so können wir diese Gerüche genießen. Zusätzlich, und das ist vielleicht ein kleiner Ausrutscher, wo ich mich etwas auf den Ast rauslasse, aber es ist wichtig für euch, wir haben heutzutage Covid. Und mit Covid-19 haben wir eine Nebenwirkung, ist, dass viele, vor allem junge Leute, den Geruchssinn verlieren. Ist besonders schlimm für Leute von Young Living, die auf diese Gerüche ihr ganzes Leben aufbauen und Emotionen aufbauen und so weiter. Nun, ich kann euch sagen, auch wenn eure Riechrezeptoren nicht funktionieren, weil sie von Covid zerstört wurden, seht ihr hier im Bild auch, diese Gerüche, diese Dämpfe von den Ölen, die gehen nicht nur an die Rezeptoren, sondern die gehen weiter runter mit dem Sauerstoff auch und der Luft in die Lunge.
Und dort kann sie durch die Lunge rein ins Blut und so kann sie sich im Körper verteilen. Das heißt, die gute Nachricht ist, auch Leute, die nicht riechen können, vor allem heutzutage wegen Covid, aber es gibt Autounfälle, Hirntumoren, Schlaganfälle, alles Mögliche, wo Leute nicht riechen können. Ja, ich kann euch mit Sicherheit sagen, diese Leute können alle auch von ätherischen Ölen profitieren. Das war eigentlich ein kleines Grauzonen-Aussage, die ich machen wollte, weil es im Moment wirklich so wichtig ist. Und ich denke, als Arzt muss ich euch das sagen. Übrigens, wenn ihr leidet unter Geruchsverlust von Covid im Moment, eure Chance, innerhalb von 3 bis 6 Monaten Geruch zurückzubekommen, ist circa 90 bis 95%. Also beruhigt euch, macht etwas Training mit diesen verschiedenen Ölen, um diese Rezeptoren zu trainieren. Und dann sollte das von alleine zurückkommen. Okay. Gut, nun, wusstet ihr, dass die genau selben Riechrezeptoren auch auf der Haut sind? Eure Haut kann riechen, auch wenn ihr nicht riechen könnt. In diesem Falle ist es Sandelholz, wurde diese Studie, kommt übrigens aus Deutschland. Und man hat festgestellt, dass wenn die Haut Sandelholz riecht, die Haut gesund ist, schön, also es unterstützt die Gesundheit. Nun, das ist absolut phänomenale Kenntnisse. Und wenn man das noch etwas weiterzieht, dann kann ich euch sagen, auch wieder in Deutschland und in Amerika, Studien, man hat festgestellt, diese Riechrezeptoren nicht nur auf der Haut, nicht nur in der Nase, auch in den Nerven, in den Blutgefäßen, im Herz, in den Nieren, Muskeln, Schilddrüse, Magen, Darmtrakt, überall. Es scheint, dass wir hier ein völliges System haben, das auf Gerüche funktioniert. Und das ist etwas, das wir in der Medizin und Wissenschaft noch nicht erforscht haben. Hier gibt es eine Kommunikationsart und Weise im Körper, bei uns und auch bei Tieren, die von Gerüchen abhängig ist. Sonst hätten wir diese Geruchsrezeptoren nicht. Und wir wissen noch sehr wenig darüber. Aber ich denke, das wird viel Wichtigkeit gewinnen in den nächsten Jahrzehnten, wenn einige Forscher sich hier etwas mehr dahinter tun, zum Schauen, warum haben wir dann dieses System und wie kommunizieren diese verschiedenen Rezeptoren zusammen. Absolut faszinierend. Nun, eine andere Art und Weise, wie Öle funktionieren können im Körper, hat einfach mit der Atmung zu tun. Und ich werde hier das nicht groß beschreiben wieder, wegen den Gesetzen in Europa. Aber ich kann euch nur sagen, öffnet doch mal eine Flasche Pfefferminze, grüne Minze oder Eukalyptus und riecht. Und beschreibt mir das Gefühl, das ihr spürt. Und die meisten werden sagen, oh, mein Brustkasten hat sich soeben geöffnet. Oh, diese Atmung ist so gesund und gut. Und das ist alles, was ich euch sagen möchte. Natürlich hat der Körper sehr gerne gesunde Atmung und gesunde Lungen. So, das ist eine andere Art und Weise. Nun gibt es ganz verschiedene, sehr komplizierte Arten und Weisen, aber leider darf ich das euch in Europa nicht erzählen. So, das waren jetzt nur 2 von vielen direkten Arten und Weisen, wie Öle wirken können. Nun, was meine ich denn mit indirekt? Wir haben das Problem auf der Welt, dass wir zu viel Gifte brauchen. Wir brauchen die als Insektizide, als Herbizide, als Düngemittel, als alles, als Putzmittel, als Zahnpasta, als Shampoo. Und der Unsinn, der getrieben wird mit diesen Mitteln, ist einfach Haare ausreißen. Das ist, wir machen nicht nur die Welt kaputt, wir machen uns selber kaputt, weil alles diese Sachen kommen in die Futterkette, gehen in die Tiere rein, gehen in die Pflanzen rein und wir nehmen das ein und unsere Körper sind schon voller dieser Bestandteile. Und die sind überall versteckt, in Waschmitteln, in Putzmitteln, in Zahnpasta, in Shampoos, in Make-up, in Lippenstiften, in Lotions für Babys. Es ist einfach überall. Und ich möchte euch bitten, das ist einer der Hauptgründe, der Gary möchte, warum wir diese Firma weltweit haben müssen und so viele möglich uns hinzukommen sollten zu dieser Bewegung. Das ist mehr als eine Firma. Das ist eine Weltbewegung, die wir hier haben. Und alle diese Giftmittel, die wir brauchen heutzutage, sind hormonstörende Stoffe. Die gehen an Östrogenrezeptoren. Wir nennen das Xenoöstrogene, das heißt Fremdöstrogene.
Und wir müssen das verhindern, weil das bringt unsere Körper durcheinander, das gibt Krankheiten und das macht die ganze Welt kaputt. Und wenn ich sage indirekt, meine ich damit, ihr habt eures Haus, ihr habt eure Wohnung, ihr macht Aromatherapie mit den Ölen, damit es gut riecht und ihr merkt nicht, dass praktisch in allem im Haus sind Giftstoffe drin. Wir müssen aufhören, wir müssen das Haus giftfrei machen. Wir müssen einen giftfreien Haushalt haben, damit wir die Gasmasken endlich abziehen können. Und das meine ich eben, wenn ihr diese Giftstoffe alle nicht braucht, dann könnt ihr natürliche Mittel brauchen. Wir haben bei Young Living die Diebe-Linie oder Dieves-Linie. Die ist eigentlich natürlich und praktisch ungiftig. Und hier haben wir hochgiftige Stoffe. Also bitte indirekt nicht diese Stoffe brauchen, sondern sofort umstellen auf diese Stoffe. Der Unterschied, den ihr macht für euch selber, für eure Gesundheit, für eure Fitness, für eure Schönheit, für eure Familie, für eure Tiere, für eure Umwelt im Garten, in der Garage und für die Planet Erde, und alle Tiere, die draußen sind und die Gewässer und die Ozeane. Der Unterschied, den ihr macht, ist massiv. Stellt ihr vor, wir sind jetzt über 6 Millionen Leute bei Young Living. Alle diese Leute, wenn wir das machen zusammen, massiv der Unterschied. Ihr habt gesehen beim Ali, bei seinem Vortrag, wie eine einzelne Person eine Sandwüste zu einem Paradies herstellen kann, indem er 30, 40 Jahre lang etwas Wasser bringt in diese Wüste. Jetzt stellt euch vor, wir, 6 Millionen Leute bei Young Living, jeden Tag nicht diese Giftstoffe brauchen, sondern die natürlichen Mittel, keine Duftstoffe, die synthetisch sind, in die Luft geben, sondern nur die Öle in die Luft geben. Die gehören zur Natur, die sind Teil von der Natur. Stellt euch vor, was für einen Riesenunterschied wir auf der Welt machen. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich immer mein Team zumindest frage, dass alle auf die monatliche Bestellung übergehen, dass wir eben einen Unterschied machen, nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag. Gut, wenn ihr etwas mehr über diese Sachen wissen wollt, ich habe ein Bestsellerbuch geschrieben, ein Arzt empfiehlt natürliche Produkte. Und für euch in Europa noch ein paar wenige Stunden bis Mitternacht könnt ihr das bei ProVita Oleum, pro-vita-oleum.de, könnt ihr das mit einem Discount bestellen und dann kriegt ihr noch ein Büchlein gratis dazu. Und die haben noch andere gute Angebote für euch, aber nur heute bis um Mitternacht. Also wenn ihr fertig seid, kurz mal auf ProVita Oleum gehen. Und wenn ihr das Buch noch nicht habt, beschafft ihr euch, weil ich dort schreibe, was man ersetzt und warum man ersetzt es und wie man es ersetzt. Gut, die letzten paar Minuten möchte ich dazu bringen, euch noch etwas über Saat zu Siegel zu sagen. Weil das ist ein Riesenunterschied, das wir haben zu anderen Firmen. Wir schauen auf die Samen, wir schauen auf den Boden, wir schauen aufs Wasser, auf die Luft, auf das Kultivieren, das Destillieren, das Testen und das Versiegeln. Und hier schauen wir uns mal diese zwei Bilder an. Wir sehen hier zwei Lavendelfelder. Okay, das ist Lavendel. Jetzt schauen wir uns, welches ist das schönere Lavendelfeld? Natürlich hier auf der linken Seite, wo die Dame hinläuft. Ihr seht, wie schön buschig und gleichmäßig und alle die Farben, alle die gleiche Farbe. Ich muss euch leider nur sagen, das ist, was ihr meistens seht, wenn ihr an sogenannten Lavendelfeldern vorbeifährt. Und leider ist das kein Lavendel. Jetzt seid ihr erstaunt. Das ist Lavendin. Das ist ein Klon. Darum sehen ja alle dieselben aus. Die haben dieselbe Größe, dieselbe Farbe. Das sind alles Klone. Die wurden von Wurzeln und Pflanzenstücken, tut man reinpflanzen und dann wächst das, haben genau dasselbe genetische Material. Aber passt auf, Lavendin ist nicht Lavender, hat eine andere Zusammenstellung, andere Komponenten drin. Das ist Young Living Lavender. Und wir sind heutzutage die weltweit größte Lavendelproduktionsfirma der Welt. Und wir sehen, das ist völlig unregelmäßig. Groß, klein, hat Löcher, alle Farben, von weiß bis gar nichts. Das ist ein richtiges Lavendelfeld. Also wenn ihr jetzt mal an einem Lavendelfeld vorbeifährt, wisst ihr, was ihr schauen müsst. Und wenn ihr so etwas Unregelmäßiges seht, dann wisst ihr, aha, das ist der richtige Lavendel. Wenn ihr so etwas seht, das so wunderbar aussieht, ist das Lavendin. Und ich kann euch sagen, über 90% der Produkte, die nach Lavendel riechen, sind mit Lavendin gemacht, also nicht Lavendel. Das ist etwas Wichtiges bei Young Living. Wir brauchen den richtigen Lavendel. Hier sind wir in Kroatien und hier schauen wir, wie können wir die Erde am besten vorbereiten für die Pflanzen. Und da hat Gary sich so Steine zertrümmert,
geholt, weil hier alles voller Kalksteine sind. Und wenn man dann sieht, nachdem er über die Felder gefahren ist, sind die großen Steine ganz klein geworden und da wachsen die Pflanzen besonders gut. Warum? Weil am Tag in der Sonne nehmen diese Kalksteine die Sonne auf, die Wärme, und am Abend, wenn es sehr kalt wird, dann können die Steine die Wärme an den Boden abgeben und so gehen die Pflanzen nicht kaputt. Also wieder ein Fachwissen, das man haben muss. Und hier seht ihr diese typische Bewegung in den Finger, die Pflanze. Ihr wisst jetzt, was das für eine Pflanze ist. Ich habe euch die schon gezeigt. Natürlich, das ist Ylang Ylang in Ecuador oder auch in anderen, aber das Bild wurde in Ecuador gemacht. Und Gary verreibt das in der Hand, um zu riechen, ob die Pflanze bereit ist. Und ihr seht schon hier, wir haben hier einige grünlich-gelbe Pflanzen. Hier sind sie schön gelb. Man muss genau wissen, wenn man das erntet. Und wenn wir uns das anschauen, hier schaue ich mir so die Pflanzen an, wenn man die auftut, die Blüte, dann sieht man, wenn die noch ganz grün ist drinnen, die ist noch nicht bereit, die gibt kein gutes Öl. Hingegen, wenn die Blätter gelb werden, von grün auf gelb wechseln und hier diese drei roten Striche kommen im Blütenstempel drin, dann ist die Pflanze bereit. Und so tut man von Hand ernten, die richtige Zeit finden. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Und viele anderen Firmen ernten einfach, wenn es am einfachsten ist, wenn das Wetter gut ist oder so. Nein, bei Young Living wird geerntet, wenn die Pflanze in Ordnung ist. Und in diesem Baum, muss ich sagen, hat es natürlich alle möglichen Stadien. Da zum Beispiel hier ist eine grüne, die ist noch nicht bereit. Dann pflücke ich heute die Pflanze. Morgen komme ich zurück und pflücke mir diese und diese, wenn die bereit sind. Also da muss man stetig immer dran sein und ganze Gruppen ernten hier von Hand diese Pflanzen. Hier ist ein altes Bild von Gary, wie er diese Föhren und diese Tannenbäume nimmt. Heutzutage macht man das nicht mehr mit den Pferden, weil zu viele Äste und Nadeln verloren gehen, wenn man das durch den Schnee zieht. Heute macht man das mit einer Maschine, wo das durchgeschnitten wird, der Baum so wenig wie möglich geschüttelt wird und direkt in eine Chipmaschine reinkommt, damit wir möglichst wenige kleine Äste und Nadeln verlieren, weil die alle gutes Öl drin haben. Und hier, das Bild habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt hier oben. Das ist in Fort Nelson und das ist eine andere Anlage in Idaho wieder, wo der Gary die Blaufichte hier gemacht hat. Und wenn alle schlafen, der Gary war immer noch im Keller und hat geschaut, wie sein Öl kommt. Nun, Gary war auch sehr innovativ und er hat eine völlig neuartige Technik entwickelt in Frankreich. Und ihr seht hier, was ist das für eine Pflanze? Solltet ihr jetzt wissen, das ist Lavendel. Seht ihr, wie er schön unregelmäßig ist? Das ist richtig Lavendel. Und Gary hier hat nicht nur eine Schneidemaschine erfunden, die den gerade richtig abschneidet, dass er nächstes Jahr wieder kommt. Und das geht alles in diesen blauen Topf rein oder diesen blauen Container. Dieser Container wird dann direkt abgeladen in die Destillationsanlage und ist gleichzeitig der Kochtopf. Ihr seht hier, hier ist der Dampfröhre, die wird hier unten angeschlossen. Hier oben kommt der Deckel rauf. Ihr seht, hier oben wird der Dampf gesammelt. Das geht in diese Kondensationsschlaufe und dann hier hinten im Ölraum kommt das Öl raus und das Wasser. Und so sind ungefähr 12 dieser Container, sind permanent auf dem Feld und so kann man Tag und Nacht destillieren und so kann man sehr kostengünstig arbeiten. Also innovativ, Technik, neuartige Techniken, um eure Ernte, eure Öle besonders gut herzustellen. Nun muss man ganz sicher auch über das Testen sprechen. Alle eure Öle werden mindestens 7 verschiedenen Tests ausgesetzt. Jeder dieser Tests wird mindestens einmal wiederholt. Nur Öle, die dem Young Living Standard entsprechen, werden wirklich in die Flaschen gefüllt und verkauft. Öle, die nicht dem Standard entsprechen, werden wieder der Farm zurückgeschickt oder werden zum Teil als natürliche Pestizide gebraucht, indem man sie mit Regenwasser mischt oder zum Teil auch mischt mit Düng, wie sagt man, mit Kot von Schafen oder Kühen, was auch immer. Und das kann man dann mit Erde mischen, mit dem Pflanzenmaterial von der Destillation. Und so kann man zum Beispiel Erdwürmer züchten, die dann besonders gesund sind für die Erde, natürliche Erde. Also ihr seht, wir haben hier ein völliges Bioverfahren rund um die Welt eingeführt, wie man auf natürliche Art und Weise das Land zum Beispiel mit natürlichem Dünger belohnen kann. Und ich sage hier 7 Tests. Es gibt über 20 Teste, die gemacht werden. Und ich zeige euch hier einfach, das ist das neue Young Living Headquarters in Utah, in Lehi. Und ihr seht schon diese komischen
hydraulischen Formen, die sind gebaut, um den Wind aufzufangen. Wir haben Solarzellen, oben im Dach sind Lichter, im Atrium drin sind massiv viele Pflanzen, ein Wasserfall über 3 Stockwerke, 4 Stockwerke. Alles ist gedacht, um die Energie der Natur aufzufangen und wieder zu verwerten. Es dürfen auch keine Plastikflaschen gebraucht werden hier. Man versucht wirklich alles Mögliche, alles, die Teller, die Bestecke in der Cafeteria sind alles biodegradierbar, alles ist wiederverwendbar. Und natürlich haben wir das Wissenschaftsinstitut hier in diesem Gebäude im Erdgeschoss. Und hier einige Fotos, das ist das sogenannte Digger Young Research Institute. Und ihr seht hier diese massiven Geräte. Das ist hier ein Flüssigkeitschromatograph. Hier bin ich im Labor. Wir haben etwas Arbeit im Labor gemacht. Das ist ein Graschromatograph. Hier sehen wir ein optischer Lichtzerstreuer. Das sind alle Sachen, die wir brauchen, ob jetzt sich die Komponenten in der Pflanze nach links drehen oder nach rechts drehen. Dann haben wir andere Maschinen, wo wir wirklich raussortieren können, ob die Pflanze wirklich 100% rein ist, ob sie irgendwelche Giftstoffe drin hat, Schwermetalle, die aus der Luft kommen oder aus dem Wasser zum Beispiel. Wir haben die Geräte, sind so sensitiv, dass wenn wir genug Datenpunkte haben, können wir zum Beispiel mit dem Flüssigkeitschromatograph können wir sagen, woher aus der Welt diese Pflanze stammt. Weil wir können schauen, wie ist die Luft zusammengestellt, die ist in einem Teil der Welt und die Maschinen sind so sensitiv, dass die diese Luft analysieren können, die in die Pflanze gegangen ist mit den Kohlenstoffatomen. Also sehr komplizierte, sehr, sehr teure Geräte. Es gibt nicht eine andere Firma auf der Welt, die solch teure Geräte haben. Also das kann ich euch sagen. Wir haben sogar Behörden, die zu Young Living kommen, wenn sie ganz genaue Messungen haben müssen über gewisse Pflanzenstoffe, um zu sehen. Das ist ein anderer Teil des Labors und ihr seht hier, habe ich einen ausgetrockneten Stängel unter meiner Nase und die Dana Anna Lesmann hat euch vorher einiges über CBD erklärt und tatsächlich ist das ein ausgetrockneter Hanfblüte. Und die riecht schon sehr gut nach Hanf. Hier wird CBD rausgewonnen. Und Young Living macht viele Versuche mit Hanf, ist ein offizieller, zertifizierter Hanfanbauer. Young Living mit Nature's Ultra ist die erste Firma, die von der amerikanischen Behörde die organische Anpflanzung und Ernte und Wachsen von Hanf belohnt wurde mit dem Zertifikat. Und da kommen ganz tolle Sachen. Und ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben, weil ich ein Spezialist bin über CBD. Und das Buch gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und wenn ihr das haben wollt, bei Provita Oleum könnt ihr das bestellen. Das wird besonders wichtig sein, auch da vor allem für euch das deutsche Buch. Das kommt aus Frankfurt, wird das verschickt, weil, wie Dana Anna Lesmann schon gesagt hat, das CBD kommt bald. Und vielleicht möchtet ihr euch schon vorbereiten und etwas darüber lesen. Gut, ich möchte das Ganze beenden mit einem Bild von einer Erfahrung, die ich habe. Ich bin ja 3 Jahre, hatte ich die Ehre ungefähr mit Gary zu leben. Entweder hat er bei mir zu Hause gelebt oder ich habe bei ihm zu Hause gelebt oder wir sind zusammen rund um die Welt gezogen, wenn er gesund genug war. Und hier waren wir in Mexiko, in einem weit, weit in Mexiko, tief in Mexiko drin. Hier in der Mitte Jacob, der unterdessen verheiratet ist. Das ist Felix, der sich um die Pferde kümmert in Mona, in Utah. Und hier ist natürlich Gary und ich stehe hinten, mache die Foto. Ihr müsst aber wissen, wenn Gary sich Land angeschaut hat, ist er das Land abgelaufen, weil er wollte spüren unter den Stiefeln, ob das Land trocken ist, gesteinig ist, Lehmsteine hat, Kalksteine hat, ob Wasser drin ist, ob das Gefäll gut ist und so weiter. Und hier natürlich ein Bild in der typischen Art und Weise durch das ganze Land. Wir sind 3 Tage sind wir durch dieses Tal rauf und runter, links und rechts gelaufen und immer wieder hat er sich gebrückt und die Pflanzen zerrieben und eben diese Trichome und Lagersäcke aufzubrechen, um zu riechen, ob das ein neues Öl wäre. Und zum Beispiel hat er ja so Dorado Azul gefunden in Ecuador. Das war eine Pflanze, die ist am Straßenrand gewachsen. Und dann hat er mir als letzte kleine Geschichte, hat er mir dann beigebracht, wie man Erde essen tut. Und ich musste 3 Tage lang, musste ich an allen Ecken von diesem Tal und dann später rund um die Welt herum mit ihm, muss ich immer Erde essen. Und tatsächlich kann man dann spüren, wie die Erde unterschiedlich ist. Und Gary hat immer gesagt, das Geheimnis eines guten ätherischen Öles liegt in der Erde. Wenn die Erde gut ist, kriegst du eine gute Pflanze. Von einer guten Pflanze kriegst du ein gutes Öl. Und mit
der Geschichte möchte ich eigentlich das beenden. Ihr wisst, wir haben diesen Prozess Saat zu Siegel, der ist sehr, sehr wichtig, weil der unterscheidet uns von all diesen anderen Firmen, die wir haben. Also ich hoffe, dass ihr heute einiges gelernt habt über was sind ätherische Öle, wo in der Pflanze und warum in der Pflanze kommen sie vor, wie extrahiert man sie über Dampf, über Drück, über Kaltpressung, über Anbohren oder Abschneiden von Birken zum Beispiel oder über Absolutherstellung und dann, wie wirken sie im Körper. Und jetzt habt ihr noch etwas, einige Tipps mitbekommen über die Felder und wie man diese Pflanzen wächst. So, mit dem möchte ich mich ganz herzlich bedanken und ich gebe das Wort zurück an Adita oder wer auch immer. Und ich weiß, wir haben noch super Vorträge, die hier kommen.